Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch in unserem Eroberungsfeldzug. Schaffen es auch ganz langsam uns auszubreiten, während der Feind schon fast alles eingenommen hat, was wir wieder wegnehmen müssen. Wir produzieren schon Armbrustbolzen, das ist gut. So, da wir schon unser Hauptquartier ummauert haben, lassen wir sie erstmal hier ein bisschen ummauern. Und da ist es gut, wenn ich hier Stein einlagere. Oh, und ein Angriff. Zu den Waffen. Da nehmen sie mir schon wieder einen Kristall weg, aber das ist nicht so schlimm, den können wir uns ja wiederholen. Und sie scheinen wenigstens dorthin zu laufen, wo sie gebraucht werden bei den Medikits. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zulassen, dass sie uns den Kristall hier wegschnappen. Wo kommst du denn her, ein kleines Viech? Ja, man merkt dadurch, dass sie mehrere Punkte eingenommen haben. Spawnen sie auch schneller. Beziehungsweise spawnen mehr. Okay, hier kann ich die Treppe leider nicht mehr drehen. Auch nicht so schlimm. Räumt mal hier eine auf. Bitte. So, und ich würde einfach mal sagen, da wir langsam mehr Leute zusammenkriegen. Und ich hier noch keine ordentliche Defense habe an diesem. Oh, sie haben mir schon wieder den Stein da oben weggenommen, hä? Ah, nein, ich will ihn nicht abreißen. Schön dabei mit dem Bauauftrag. Da kommt der Eroberer, um uns den Stein zurückzuholen. Sehr gut. Und ja, da müssen wir gucken, dass wir in die Richtung dann erobern.
Und vielleicht hier oben dann eine neue Minibase errichten. Bei denen da scheinen sie zum Glück im Augenblick in Ruhe zu lassen. So, der Sammelauftrag kriegt mehr Priorität. Die da kann ich gut abwehren. Und ja, kann ich schon mal die ersten beiden Wachstationen hier hinbauen. Hier werden noch immer die Tunnel gegraben, das ist auch gut. Ja, Holz habe ich genug. Und ich glaube, ich habe mir den Ausgang verbaut. Ah, jetzt kommen sie raus. Gut. Sicherheitshalber reiße ich hier das Ding ab. Na, noch zwei Bricktrons, dann habe ich meine maximale Population. Machen wir schon mal 4 neue Wachstationen. Und dafür bräuchte ich mehr Eisen wieder. Also produzieren beiden Öfen 4 Eisen, um das auszugleichen. Und ja, ich glaube fast, dass ich entweder, nee, hier sollte ich einen Außenposten, hier ist genug Platz für einen, errichten, sobald ich da alles eingenommen habe in der Gegend. Und ja, ich werde halt auch viel auf die Verteidigungskristalle bauen müssen. Weil ich sonst einfach keine, meine Verteidigung viel zu ausdünne, wenn ich nur auf Soldaten gehe. Wenn es gerade eine gute Idee wäre, weil wir Untätige haben, meine Armee ein bisschen aufzustocken.
und versuchen, ein, zwei Kristalle zu befreien, bevor da wieder mehr Brick Corrupt von spawnen und uns das Leben schwer machen. Naja, jetzt habe ich zwar 6, also fast die Hälfte meiner Leute als Militär. Aber das sollte reichen, um wenigstens die beiden Kristalle zu befreien. Ich hoffe es jedenfalls mal. Ich könnte noch einen Magier gebrauchen eigentlich. Zum Heilen. So, normalerweise, wenn ich jetzt hier angreife, kommen Verteidiger raus. Genau. Vor allem dicke Verteidiger, das ist immer so unschön. Und der kommt da nicht raus, wo er gerade ist. Das ist auch nicht gut. Das heißt, wir bauen hier ein Lager. Und ein Eroberer schon mal hin. So, hier oben ist fast kein Stein mehr. Das heißt, ich kann das Ding abreißen. Wir haben die Brücke zum Glück gesprengt, also brauchen wir uns... von der Richtung keine Sorgen gerade machen. Wir warten auf Heilung von unseren Leuten. Oh, du baust fleißig, gut. Kurz gucken, wo habe ich den Auftrag hin? Den habe ich dahin. Verschieben wir den mal wieder hier hin zurück. Ja, weil sonst werden jetzt langsam die Laufwege zu lang. Ich habe keinen Stoff und keine Seide mehr. Also sollte ich davon auch mal mehr machen. So, und noch zwei Wachstationen. Da sollte das erstmal abgesichert sein vor schwächeren Angriffen. So, mal mit meinem Bauauftrag hier weitermachen. Du
Du schwebst in der Luft. Das ist falsch. Dass da auch eins zu viel ist. So.